Oh, bei mir hat es gerade geklingelt. Deswegen. Oh, fuck! Wie geil sieht die Karte denn aus? Pokémon Packer Benang. Willkommen zu einer weiteren Folge TCG Online. Wir machen heute ja die letzten paar Packs auf. Heute machen wir 20 mal schwarz und weiß auf. Morgen machen wir 20 mal schwarz und weiß auf. Wird sehr, sehr lustig. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch welche Codes habt, dann immer noch gerne mir schicken, weil ja, im Moment wird es ein bisschen nötig. Ich brauche mal wieder ein paar Codes von euch. Weil sonst ja, können wir es nicht weiterführen, das gute Format. Und wir haben hier zweimal Igniveau. Okay, zweimal. Warum haben wir hier zweimal Igniveau? Das ist echt sehr komisch. Einmal in der Form, einmal in der Form. Und ich glaube, wir haben noch nicht so viele von den Packs geöffnet, weil wir können ja schon sehen hier, es sind ganz viele neue Karten dabei. Und wir haben einmal ein Cavalanza. Cavalanza ist übrigens ein richtig geiles Pokémon. Ich finde, das ist eines der geilsten Gen 5 ist es, glaube ich, gewesen, ne? Gen 5 Pokémon gewesen. Und als... Oh, Bisaflor. Bisaflor ist aber auch gar nicht mal so scheiße. Ist das eine Holo-Karte? Es ist eine Holo-Karte. Bisaflor ist gar nicht mal so schlecht. Natürlich wäre eine Holo besser gewesen, aber hey, kann man nichts machen. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. So, ein Minum, ein Fakemon, ein Praktibald, ein Laukaps, Sichlor, Gladiantri. Und wir haben als Extrakarte ein Hytera. Ich weiß nicht, was wir hier für krasse Karten rausbekommen können aus den Packages. Ob es hier gute Full Arts gibt, ob es hier gute EX-Karten gibt. Flamara, Chanera, Gelatino. Und wir haben hier ein Empoleon und ein Fonifras. Ja, Empoleon, die Karte ist geil, das ist die, ne, die ist nicht Holo, die ist Reverse. Ja, Reverse finde ich nicht so geil, Holo finde ich besser, also im Real Life halt. Aber naja, Flamly, WhatsApp, Blitzer, hier kriegen wir wohl die ganzen Evoli-Entwicklungen. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Hydragil und ein Venoflibus. Ich glaube, wir kriegen hier echt keine krassen X-Karten raus. Das könnte anstrengend werden, Leute. Das könnte anstrengend werden. Nachtara, wir kriegen echt in jedem Pack eine Evoli-Entwicklung. Wir haben jetzt schon drei Evoli-Entwicklungen. Nachtara, Flamara und Blitzer. Und wir haben hier ein Psyana sogar noch. In Holo müsste es sein, oder? Nee, hier ist nichts. Okay. Okay, aber schon vier Evoli-Entwicklungen. Ich glaube, wir kriegen auch echt nur die Evoli-Entwicklungen raus als einzig, naja, normale Karten hier. So, Blitzer und dann haben wir hier ein Lashoking. Ja, ich glaube echt nicht, dass wir hier was richtig krasses rausbekommen. Irgendwie zweifle ich da gerade ein bisschen dran. Aber hey, ich bin schon froh, wenn wir... Okay, Pisa Knospe zusammen. Wenn wir die Evoli-Entwicklung voll bekommen würden, würde mich sogar ein bisschen freuen sogar. Weil ich mag die Evoli-Entwicklungen und wir haben jetzt schon... Oh, Nachtara in einer anderen Form. Nice. Und als Endkarte haben wir einen Stalobor. Stalobor ist auch eine ganz coole Karte. Beziehungsweise ein ganz cooles Pokémon an sich. Ja... Gut, also wie gesagt, bis jetzt noch nichts Geiles drin, außer die Evoli-Karten, die finde ich an sich ganz cool. Deswegen, die haben für mich einen kleinen Wert und sonst, ja. Rabigator, oh, Holo. Oh, die sieht nice aus, die Karte. Rabigator ist echt ein cooles Pokémon. Vor allem, weil es so eine Art Sonnenbrille aufhat, finde ich das richtig cool. Aber ja, Zorokex, Nachtara wieder. Aquana, nice. Noch eine von den Evoli-Entwicklungen, nice. Was fehlt uns jetzt noch? Leafeon fehlt uns. Felinara gibt's gar nicht in diesem Pack, weil ist ja erst seit Gen 6 dabei. Und oh fuck, wir haben doch hier EX-Karten. Nice. Wir haben jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, eine Darkrai EX-Karte, ne? Erstmal gucken, wie viel die wert ist. Die sieht richtig geil aus. Nice. Ich glaube, das ist sogar die hübscheste EX-Karte von Darkrai, die wir bis jetzt haben. Wir haben einmal die, Boah, wo ist denn die Karte jetzt überhaupt? Darkrai EX. Wir haben die hier, haben wir zweimal. Dann haben wir die hier und die hier. Und ich finde die hier viel geiler als die hier. Weiß ich, die hat einen besseren Style, die andere EX-Karte. Nice! Und wir haben jetzt schon viermal eine Darkrai EX-Karte, weil die haben wir ja doppelt, ne? Aber okay. Zumindest eine EX hier schon mal. Die ist, glaube ich, die. Signature EX übersehen können, weil Darkrai halt auch auf dem Booster drauf ist. Schätze ich mal. Und Custody, okay. Einzige neue Karte hier. Svarones und ein Rabigator wieder. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass immer, wenn eine neue Karte rauskommt, dieses Blöpp-Geräusch kommt. Dieses Blöpp. Blöpp.
Hört ihr es? Ja, das ist mir gerade erst aufgefallen. Hätte mir auch früher auffallen können. Hydragil, okay. Ja, bis jetzt, wie gesagt, noch keine krassen Karten dabei. Außer die Darkrai-Karte. Und ein Zablarang. Zablarang ist auch ein ganz cooles Pokémon. Ich mag irgendwie auch halbwegs diese Pokémon, die es in der 5. Gen gab. Wobei die echt von vielen nicht gemocht werden, sondern eher so, 5. Gen war nicht so geil. Aber hey. Oh, bei mir hat es gerade geklingelt. Deswegen... Oh, fuck! Wie geil sieht die Karte denn aus? Kyogre EX. Nice. Die Karte ist nice. Okay, noch eins öffnen. Wir haben noch 5 Packs hier vor uns. Das sind ja 6 Packs. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen jetzt, weil wir hier bei mir geklingelt. Das ist, da haben wir nochmal eine Nachtara-Karte. Das war übrigens Aquana. Und jetzt haben wir schon 3 Nachtara-Karten hier. Das ist krass. Das ist sehr krass. Sonst Yorkleff neu, Bisaknoss-Form ist neu hier. Nochmal Rabigator haben wir schon zum 3. Mal oder so. Okay. Surokeks und... Oh, was haben wir hier? Wir haben hier einen Hytera, nicht Chanera. Und zweimal Hytera. Einmal ein Holo und einmal ein Reverse. Wow. Wow. Geil. Das war ja mal ein Fang. Einmal Reverse, einmal Holo und jetzt einmal normal. Geil. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Cesurio und ein Klick-Di-Klack. Die einzige neue Karte hier, Klick-Di-Klack. Geil. Gut, ich glaube, das war das vorletzte Pack hier. Oder das vorvorletzte. Und vielleicht ziehen wir nochmal was Geiles. Ein Voltula und ein Maxax. Okay, ja. Gehen wir mal ins letzte Pack rein. Was kriegen wir als letztes hier? Gebt mir was Geiles. Wir haben hier entweder Triple und ein Zapdarang. Okay, Leute, heute hatten wir nicht so eine krasse Ausbeute, leider. Was ist denn hier? Wir hatten da noch eine Karte hier. Genau, Kyogre EX. Die sieht richtig krass aus. Die finde ich auch am besten von den Karten, die wir heute gezogen haben. Deswegen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Und ciao. Euer Sirlo.